Hallo zusammen und damit heiße ich euch nun nach so langer Wartezeit endlich wieder einmal herzlich willkommen zu einer weiteren neuen Folge von uns. Lasst es mich kurz und knapp machen, nach zweimaliger Erkrankung und nun auch noch technischen Problemen ging eine Menge Zeit ins Land. Aber keine Sorge, ich hatte euch immer im Hinterkopf und wie ihr sehen könnt, ich habe euch nicht vergessen. Nun in dieser Folge zeige ich euch einen absoluten Zufallsfund, mit welchem man so nicht mehr überall rechnen kann. Mehr dazu erfahrt ihr wie üblich gleich von mir in den kommenden Minuten, also sperrt am besten die Lausche auf und dann hören wir uns gleich. Für viele weitere Videos aus diesem Bereich schaut ihr am besten mal auf meinen Kanal und da werdet ihr mit Sicherheit fündig werden. Aber nun geht es erstmal rein in diese Folge. Ich wünsche euch viel Spaß und bis gleich. Wir sind Urbex LE direkt aus Leipzig und in dieser Folge zeige ich euch ein kleines verlassenes Wohnhaus. Völlig unerwartet traf ich auswärts kurz hinter der Landesgrenze nach Brandenburg in einem Waldstück auf ein kleines merkwürdiges Dorf. Der Ort oder das Dorf, wobei selbst die Bezeichnung Dorf schon größer war als die Ansammlung an Gebäuden, die hier mitten im Wald standen, befand sich mitten im Nirgendwo. Wir befanden uns in dem neueren Dorf, so zumindest suggerierte es der Ortsname. Auf der anderen Seite der Bundesstraße, die den Kiefernwald mehr oder weniger trennte, befindet sich das ältere Örtchen. Nach kurzer Recherche kam raus, dass dieser kleine Ort bis 1961 sogar eine eigenständige Gemeinde war. Das lag wohl zum einen an der Abgeschiedenheit und sehr wahrscheinlich auch an der Einwohnerzahl, wobei die Einwohnerzahl später hier noch ein Thema sein soll. Nach der Eingemeindung verblieb der Ort als Ortsteil, später wurde das Dörfchen sogar nur noch, und das ist auch bis heute so, zum Gemeindeteil herabgestuft. Vor Ort war wirklich tote Hose, man sah niemanden und langfristig wird dieser Ort wohl bald auch so nicht mehr sein. Der kürzeste Zufahrtsweg führte über einen von Schlaglöchern besäten fast 1 Kilometer langen Forstweg direkt durch den Wald. Eine richtige Straße hätte uns 15 Kilometer Umweg gekostet. Das hier gezeigte Gebäude stand am Waldesrand, verwildert und sich selbst überlassen. Keine Spur von Eigentümern oder dass man sich hier regelmäßig um die Liegenschaft kümmert. Es handelt sich um ein Wohnhaus mit Küche, Bad, Flur, Wohnzimmer, Schlafzimmer, eben alles wie zu Hause. Alles auch beheizbar mittels mehrerer Öfen, die bestimmt noch immer funktionierten, zumindest sahen sie so aus. Außerdem gibt es 2 Schuppen hinter dem Objekt, welche voller verschiedenster und teils sehr alter Dinge waren. Angefangen von Schränken aus Uromas Zeiten, bis hin zu Waschöfen und Dingen des täglichen Bedarfs, die man eben hier zur Bewirtung im Wald benötigte. Auf dem gesamten Grundstück gab es keinen Vandalismus, keine Zerstörung, geschweige denn Spuren von Brandstiftung oder Graffiti. Das Gebäude roch etwas in die Jahre gekommen und im Wohnzimmer war der Dielen- bzw. Holzboden unter dem Teppich buchstäblich zerfallen, sodass man Angst hatte, in den Keller zu stürzen, den es zum Glück nicht gab.
Highlight war meiner Meinung nach das Bad und die Küche. In diesen beiden Räumen war die Zeit wirklich wie stehen geblieben. Alles musste seit Mitte der 90er so zurückgelassen worden sein. Ein Telefonbuch von 1993-94 und viele andere verfallene Dinge standen feinsäuberlich auf den Schränken umher, wartend auf ihren nächsten Einsatz seit fast 3 Jahrzehnten. In der Küche hing ein Kalender, dessen Seiten uns den September 1996 zeigten. Es waren also wirklich schon einige Tage ins Land gegangen. Es herrschte eine gespenstische Atmosphäre, wie als würde jeden Moment der Besitzer zurückkommen. Tatsächlich war alles verschlossen, bis auf ein Fenster auf der Rückseite, welches uns den Zugang zu diesen fantastischen Aufnahmen verschaffte. Übrigens Thema Einwohnerzahl. Die letzte Erhebung war 1950 und kam auf nur 26 Personen. Ich vermute mal, wenn heute noch 10 Personen hier im Ort wohnen, dann sind das wahrscheinlich sehr viele. Eine neuere Auflistung hier für diesen Ort konnte ich leider nicht finden. Ich vermute, dass eine ältere alleinstehende Dame dieses Gebäude bewohnte und sie zum Schluss das Haus nur noch als Bungalow am Wochenende nutzte. Vielleicht ja mit dem Mann, mit den Kindern zusammen, wer weiß das schon. Vermutlich gab es oder gibt es keine Nachfahren oder Interessenten für dieses Objekt. Nun zugegeben bei dieser Lage wohl auch nicht unbedingt ein Wunder. Oder findet sich jemand von euch, dem so eine abgeschiedene Hütte gefallen könnte? Alles in allem war es ein sehr interessanter Ort. Ich habe selten so gut hinterlassene Lost Places gesehen. Es war erschreckend, dass sich über diese vielen Jahre niemand hier kümmert. Überall lag der Staub umher und auch das Grundstück war etwas verwildert, aber es suggerierte dennoch nicht diesen typischen Verfall. Es war halt einfach nur sich selbst überlassen, aber umso besser, dass wir solche Aufnahmen auch mal zu Gesicht bekommen. Ich verabschiede mich jetzt von dieser Folge mit noch einigen vielen Bildern als Lebenszeichen. Seht es mir nach, manchmal laufen die Dinge halt nicht so, wie sie sollen. Die nächste Folge wird dann wieder länger versprochen. Für weitere Folgen schaut ihr gerne auf meinen Kanal und wenn euch dieser Clip gefallen hat, dann freue ich mich, wenn ihr dem Ganzen hier einen Daumen nach oben gebt. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt mir gesund und munter. Wir hören uns demnächst, macht's gut, bis bald und ciao.